Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich ein Fliegengitter mit einem Spannrahmen bei deinem Fenster hier richtig anbringen kannst, dass dieses einfach hält. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ein Fliegengitter mit Spannrahmen ist einfach um einiges stabiler als so ein billiges Fliegengitter hier mit einem Klettverschluss außenrum und aus diesem Grund bevorzuge ich dieses auch. Außerdem ist der Vorteil, du kannst den Rahmen immer wieder aushängen, im Winter zum Beispiel und im Sommer wieder hinhängen. Das ist natürlich um einiges komfortabler. Doch genug geredet. Zuerst einmal müssen wir unser Fenster ganz normal öffnen und dann einmal die Innenmaße von der Fensteröffnung hier nehmen. Hierfür empfehle ich übrigens keinen Meterstab, denn mit diesem kommst du hier nicht wirklich richtig in die Ecken rein, sondern einfach so ein Maßband, wie man es vielleicht auch vom Nähen her kennt. Ich nehme also einmal hier die Breite auf und dann danach auch noch meine Höhe hier und das Ganze schreibe ich mir jetzt einfach mal auf einen Zettel. Meine Fensteröffnung ist jetzt genau 104 cm breit und 111 cm hoch. Doch jetzt muss ich einmal noch in meine Bedienungsanleitung reinschauen, denn hier kommt es auch einfach darauf an, was für eine Art von Montageart du hast. Bei mir steht zum Beispiel dort, dass ich von der Breite und von der Höhe jeweils 2,5 cm Profillänge abziehen soll. Heißt, bei mir in der Breite anstatt 104 cm muss ich 101,5 cm herschneiden vom Profil her. Und in der Höhe anstatt 111 cm nur noch 108,5 cm. Und das zeichne ich mir jetzt einmal an. Zuerst einmal die kurzen Profile für die Breite. Hier habe ich gesagt 101,5 cm. Das wäre jetzt genau hier. Und danach die langen Profile für die Höhe. Hier haben wir gesagt 108,5 cm. Das wäre jetzt dieser Strich hier. Um die Profile jetzt hier senkrecht absägen zu können, verwende ich einfach eine ganz normale Metallsäge und eine sogenannte Gärungslage. Diese hat hier außen einfach zwei so Schlitze drinnen, wodurch ich immer eine Führung für meine Säge habe und das Ganze sicher im 90-Grad-Winkel abgesägt wird. Die Profile habe ich jetzt alle richtig gekürzt und jetzt einfach mal noch eine Eisen- bzw. Metallfeile nehmen und das Ganze hier vorne etwas entgraten, dass hier einfach kein Span mehr entsteht, wo du dich verletzen kannst und was natürlich auch nicht so schön ausschaut. Die Profile passen und nun lege ich mir einfach einmal alles hier auf den Boden hin, dass ich schon so einen leichten Überblick habe, wie der Rahmen am Ende ausschaut. Das Ganze ist jetzt die Rückseite von meinem Fliegengitter und wichtig hierbei, die Profile, hier haben sie nämlich so eine kleine Einkerbung und diese Einkerbung muss nun nach innen zeigen. Der nächste Schritt ist, dass ich jetzt diese Eckverbinder hier einfach mal in die Profile hier außen reinmache und den Rahmen sozusagen zusammenstecke. Hier am besten noch einen Gummihammer nehmen, denn damit geht es um einiges leichter. Der Rahmen ist aufgebaut und jetzt einfach mal das Fliegengitter, also das Fliegennetz, das normalerweise als Rolle dabei ist, über den Rahmen drüber legen. Das Fliegengitter ist jetzt gleichmäßig über den ganzen Rahmen hier verteilt. Wichtig, dass es wirklich leicht über diesen Rand, über diese Einkerbung hier drüber steht. Und dann nehmen wir einmal unsere Gummischnur, die meistens mit dabei ist, geben sie in diese Einkerbung von einer Ecke aus an rein, können es schon leicht mit den Fingern festdrücken. Und dann haben wir noch hier unser Einarbeitungswerkzeug, mit dem wir diese Gummischnur wirklich schön tief in das Profil hier außen reindrücken können und dadurch wird das Fliegengitter hier gespannt. Das Ganze machen wir jetzt einfach mal rundherum um den ganzen Rahmen und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Bevor ich es vergesse, meistens sind noch zwei solche Haltegriffe dabei. Diese werden einfach unter die Gummischnur drunter eingearbeitet und haben den Sinn, dass man später von innen das hier noch greifen kann und dadurch den Rahmen leichter ins Fenster reinbringt. Ich mache meine Haltegriffe jetzt einmal auf der Unterseite genau in der Mitte rein und einmal oben genau in der Mitte. Danach die Gummischnur noch auf die richtige Länge abschneiden. Bei mir einfach mit einem Seitenschneider. Es geht natürlich auch mit einer ganz normalen Schere. Den Rest noch einarbeiten. Und somit haben wir auch schon ein straffes Netz hier. Denn das kann ich auch noch sagen, du musst das Ganze nicht irgendwie davor erst noch etwas straff machen, denn durch das Einarbeiten von dieser Gummischnur strafft sich das Ganze automatisch, was natürlich eine super Sache ist. Jetzt haben wir noch das Problem, dass hier das ganze Netz übersteht, was optisch natürlich nicht wirklich schön ausschaut. Deswegen einmal einen Cutter bzw. ein Teppichmesser nehmen, über den Gummi hier drinnen ansetzen und dann einfach mal drauf losschneiden. Natürlich schauen, dass die Klinge relativ scharf ist
Und ich denke, du kannst sehen, das Ganze löst sich super und schaut danach optisch wirklich einwandfrei aus. Das mache ich jetzt einmal wieder um einen ganzen Rahmen außenrum. Der Fensterrahmen ist vom optischen her fertiggestellt und jetzt müssen wir mal noch unser Befestigungsmaterial daran machen. Das kommt natürlich auch wieder auf den Hersteller drauf an, doch ich habe ja ein relativ übliches System bei mir. Ich verwende hierfür extra solche Einhängewinkel. Diese werden jetzt dann auch an meinen Rahmen drangeschraubt vom Fliegengitter und dann kann ich diese einfach hier oben drüber über diesen Gummi stülpen. Hierfür ist am Anfang aber wichtig, dass du unbedingt einmal dieses Maß nimmst, wie dick das Ganze hier mit deinem Gummi ist. Bei mir sind das jetzt 2 cm, weswegen ich diesen Winkel auch in etwa 2 cm bestellt habe. Ich habe hier jetzt 2 verschiedene Einhängewinkel, hier mit einem langen Stück vorne, hier mit einem kurzen. Das kurze kommt bei mir jetzt an die untere Seite hin und ich schaue einfach, dass es an der Innenseite von meinem Fensterrahmen hingemacht wird und dann hier unten bündig mit diesem Eckenwinkel abschließt. Hier muss ich mir jetzt einfach mal 2 Punkte einzeichnen, das mache ich mit meinem Edding und dann das Ganze mit einem 2,5 mm Bohrer vorbohren. Natürlich darauf achten, dass man nicht durchbohrt, das wird optisch nicht so schön ausschauen und dann mit den 2 mitgelieferten Schrauben das Ganze vorsichtig festdrehen. Dasselbe Spiel mache ich auf der anderen Seite da drüben jetzt auch und dann kümmere ich mich mal um die 2 Einhängewinkel, die wohl natürlich oben auch noch dran gehören. Punkt A, unsere unteren Einhängewinkel sind erledigt, jetzt gehen wir zu Punkt B über. Hier kann man sehen, man sollte das Ganze jetzt eigentlich in das Fenster einhängen und dann von der oberen Öffnung aus 18 mm nach unten gehen und dort den ersten Strich machen, wo unsere erste Bohrung kommt. Ich mache das Ganze jetzt so, ich messe es mir einfach aus, heißt der Meterstab hängt hier unten am Einhängewinkel dort. Dann schaue ich mir nochmal meine Maße von vorhin an, 111 cm war das Ganze hoch. Und dann ziehe ich diese 1,8 mm, ich mache jetzt einfach hier 2 cm, das dürfte auch gehen, ab und komme auf 109 cm. Und diese zeichne ich mir jetzt hier oben nochmal an. Bei 109 cm ist leider jetzt schon mein Winkel hier drinnen, weswegen ich einfach die unteren 2 Löcher hernehme, diese mir einmal anzeichne und dann das Ganze dort auch befestigen werde. Der erste Winkel ist dort und dasselbe Spiel mit dem zweiten Winkel natürlich auch wieder. Alle 4 Einhängewinkel sind jetzt also richtig angebracht und jetzt geben wir das Ganze mal in unser Fenster rein. Zuerst müssen wir das Ganze jetzt einmal durchs Fenster durchgeben. Das geht relativ leicht, indem wir das schräg halten und dann einmal schauen, dass wir zuerst oben das Ganze einhaken. So, das ist bei mir jetzt geschehen und danach noch von unten das Ganze eingeben. Was normalerweise auch kein Problem sein sollte. Und ich hoffe, du kannst sehen, das Netz ist drinnen mit dem Rahmen, was wirklich super ausschaut. Wenn du dir jetzt ein Fliegengitter mit Rahmen, wie hier im Hintergrund bei mir eingebaut, eine Eisensäge oder auch so eine Gärungslage zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Utensilien hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren, um somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 € einzusparen.